Glück im Unglück hatte Lukas Vinotto beim vorletzten Meisterschaftsspiel in St. Pölten. Nach 39 Minuten musste er mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Zunächst wurde eine schwere Verletzung mit einer erneuten langen Pause befürchtet. Ja, bei Zweikampf so eine Schlage bekommen meine Schulter. Das war so raus, Gelenk und dann wieder rein. Und ja, jetzt fühle ich mich gut. Ich bin auch glücklich, weil wir mussten nicht keine OP machen. Und ich glaube, das wird kein Problem für nächste Saison. Vinotto ist mittlerweile in Brasilien und wird dort an seinem Comeback arbeiten. Jetzt mache ich eine gute Physiotherapie und so. Jetzt brauche ich ein bisschen ruhig meine Schulter. Und wie gesagt, ich glaube, das wird kein Problem sein für nächste Saison. Hast du Schmerzen? Ein bisschen, ja. Ja, habe ich ein bisschen, ja, Schmerzen, aber das stört mich schon ein bisschen, aber nicht so, nicht diese große Schmerzen, das geht schon. Vinottos Ziel ist jedenfalls, bei Trainingsstart am 18. Juni wieder voll einsteigen zu können. Ja, ich glaube schon 100%. Ich werde jetzt diese 20 Tage haben und ich glaube, dass jetzt diese Pause sehr wichtig ist und ja, das geht schon.